Zehntes Mantra. Ohne Zuflucht bei Srimati Radharani zu suchen, Krishnas innerer Energie, kann niemand den Ursprung und die höchste Wahrheit in ganzer Fülle verstehen. Deshalb, O Geist, gib auf, woran du noch in alter Schwäche hängst, und verehre einfach Sri Krishnas Geliebte, Radha. Rati, Gauri und Lila vergehen in den Strahlen ihrer Schönheit. Sachi, Lakshmi und Sadyabhama verblassen vor ihrem Glück. Selbst der Stolz der keuschen Mädchen von Vraja, allen voran Chandravali, wird gebrochen. Denn sie allein kann Krishna vollends unter ihre Herrschaft bringen. Srimati Radhika ist Sri Krishna lieber als irgendjemand sonst. Erstens, einzigartige Radhika. Im Sri Ujjwala Nilamani, Sri Radha Prakarana 4.11 bis 15 erwähnt Sri Rupa Goswami Srimati Radhikas 25 herausragende Eigenschaften. Folgende Eigenschaften sind in Srimati Radhika, der Königin Vrindavanas, besonders ausgeprägt. Erstens, Madhurya. Sie ist bezaubernd. Zweitens, Nava Vaya. Sie ist ewig jung. Drittens, Kalapanga. Sie wirft Seitenblicke aus ruhelosen Augen. Viertens, Ujjwala Smita. Sie schenkt ein strahlendes Lächeln. Fünftens, Charu Saubhagya Rekhadya. Ihre Füße und andere Glieder zeichnen glücksbringende Linien. Sechstens, Gandomadi Ta Madhava. Der Duft ihres Körpers macht Krishna verrückt. Siebtens, Sangita Prasarabhigya. Sie versteht es zu singen und zu musizieren. Achtens, Ramyavak. Sie spricht anziehend. Neuntens, Narma Pandita. Sie ist schlagfertig und schalkhaft. Zehntens, Vinita. Sie ist wohlerzogen und sittsam. Elftens, Karuna Purna. Sie ist barmherzig. Zwölftens, Vidakta. Sie ist Meisterin in den 64 Künsten und allen Arten des Zeitvertreibs. Dreizehntens, Patavan Vita. Vierzehntens, Laja Shila. Sie ist schüchtern. Fünfzehntens, Sumariyada. Sie ist immer rechtschaffend. 16. Derya Shalina. Sie ist duldsam. 17. Gambirya Shalini. Sie ist ernst und tief. 18. Shuvilasa. Sie ist anmutig und voller weiblicher Reize. 19. Mahabhava Paramodkarsha Tarshini. Sie zeigt ekstatische Liebe in ihrer höchsten Fülle. 20. Gokula Prema Vasati. Sie wird von den Einwohnern Vrajas geliebt. 21. Jagat Shreni Lasadya Yasha. Ihr Ruhm erklingt im ganzen Universum. 22. Gurvarpita Guru Sneha. Sie genießt das Wohlwollen ihrer Älteren. 23. Sakhi Pranayita Vasha. Sie wird von der Liebe ihrer Freundinnen erobert. 24. Krishna Priyavali Mukya. Sie ist führend unter Krishnas Geliebten. Und 25. Santadashrava Keshava. Sie zieht Sri Krishna stets in ihren Bann.
Soll man noch mehr sagen? Wie Sri Krishna schmücken sie unbegrenzte Tugenden. Außerdem verrät das Ujjwala Nilamani 4.3-6. Sri Radha ist Sri Chandravali in jeder Hinsicht überlegen. Srimati Radharani verkörpert die höchste Form der Liebe zu Gott. Ihre Herrlichkeit ist unerreicht. Die Veden behüten Sri Radhika wie einen kostbaren Schatz. Und doch lassen sie keinen Zweifel an ihrer Stellung. Die Gopalo Tara Tapani verleiht ihr den Titel Gandharva. Der Anhang des Rigveda beschreibt sie als untrennbare Gefährtin Sri Krishnas. Und Sri Narada lobpreist sie im Padma Purana. Unter all seinen Gopi-Freundinnen ist Sri Krishna keine lieber als Sri Radhika. Sogar ihr See Radhakund steht ihm in gleicher Weise nahe. Die höchste Energie Maha Shakti, die auch Ladini Shakti, Freudenkraft genannt wird, ist allen anderen Energien überlegen. Und wie die Tantras bezeugen, ist die Essenz dieser Freudenkraft niemand anders als Sri Radhika. Im Chatu Pushpanjali Stavamala verherrlicht Sri Rupa Goswami Sri Radhika. O Königin Vrindavanas, dir gelten meine Gebete. Deine strahlende Haut schimmert golden wie Gorojana, dein Sari blau wie dunkle Lotusblumen. Juwel halten deine langen, geflochtenen Haare. Sie erscheinen wie die Haube einer schwarzen Schlange. Dein bezauberndes Antlitz beschämt den stolzen Mond, den erblühenden Lotus oder welche Schönheit man auch immer zu Vergleiche ziehen will. Deine hohe Stirn ähnelt dem gerade aufsteigenden Halbmond und ist mit Moschus Tilak geschmückt. Deine beiden geschwungenen Brauen verachten Amors Bogen. In deiner schwarzen Lockenpracht spielt der Wind. Deine mit Kajala bemalten wunderschönen Augen tanzen wie zwei junge Chakori-Vögel. Deine Sesamblüten-Nasenspitze ziert eine schillernde Perle. Tiefrot wie Banduka-Blumen leuchten deine Lippen. Deine strahlend weißen Zähne erinnern an Reihen von Jasminknospen. Edelsteinschmuck verschönert deine Ohren. Ein Tupfer-Moschus ziert dein Kinn. An deinem Hals glitzert eine Kette aus Juwelen. An deinen Armen, fein und fest wie die Stängel der Lotusblumen, glänzen goldene Spangen, blaue, saphirene Armreifen tönen lieblich bei jeder Bewegung. Auf deinen Lotushänden funkeln diamantene Ringe, auf deiner Brust ein kostbares, betörendes Geschmeide. Das Hauptjuwel dieses Geschmeides fällt auf die Linie feiner schwarzer Härchen, die deinen Nabel kreuzen. Man könnte meinen, es ruhe auf dem Haupt einer weiblichen Schlange. Deine zierliche Taille, leicht geneigt durch das Gewicht deiner Brüste, zeichnen drei Linien, die sich wie junge Pflänzchen ineinander winden. Deine breiten Hüften umschlingt ein glitzernder, wertvoller Gürtel, dessen Glöckchen leise schellen. Deine wohlgeformten Schenkeln lassen den goldenen Stamm des Pisang-Baums von Neid erblassen. Deine reizenden Knie erinnern an kleine, runde Schmuckkästchen aus gelbem Saphir. Die roten Lotusse des Herbstes huldigen deine charmanten Füße, an denen Fußglöckchen rhythmisch klingen. Der Glanz der Nägel dieser Lotusfüße besiegt den Schein von Millionen von Monden.
Dein ganzer Körper erblüht in 8 göttlichen Ekstasen. Wünsche der Jugend weilen in dir auf und deine Seitenblicke fliegen zu Sri Krishna. Und wenn du dich dann mit ihm triffst, kennt dein Glück keine Grenzen mehr. Aller Ruhm sei dir, o Königin Vrindavanas. Alle Füllen entfalten sich in dir. Der Nektar deines Herzens fließt über, sobald die liebenden Ekstasen alle gemeinsam hervorbrechen. Weil die ganze Vielfalt weiblicher Reize sich in dir vereint, ist jeder erstaunt beim Anblick deiner wundervollen Gesten und Gefühle. Aller Charme, alle Schönheit, alles, was eine Frau liebenswert macht, residiert zu deinen Füßen. Die Anmut, für die Lakshmi unentwegt betet, entströmt diesen göttlichen Lotusfüßen. Du bist die Blütenkrone, das Kronjuwel der Mädchen von Vraja, das Lebenselixier für deine Freundinnen, angefangen mit Sri Lalita. Deine rastlosen Seitenblicke, Tropfen von Nektar, treiben Sri Krishna in den Wahn. Als ein zweiter Mond bringst du die Blume deines Vaters Ruhms zum Erblühen. Dein Herz, wie ein endloser Ozean, tritt über seine Ufer und überflutet die Welt mit Barmherzigkeit. Darum, Göttin, bitte finde Gefallen an dieser unwürdigen Seele, die sich sehnt, deine Dienstmagd zu werden. Sobald dein Zorn verfliegt, schmeichelt der listige Krishna dir mit honigsüßen Worten und bittet, bei dir sein zu dürfen. Wann werde ich Zeuge sein, wie du bei solchen Worten aufblühst und ihn mit Seitenblicken bedeckst? Der talentierte Krishna dekoriert dich mit Madhavi-Blüten. Die Berührung seiner Lotushand lässt Zeichen der Ekstase sichtbar werden. Dein ganzer Körper ist in Schweiß gebadet. Wann werde ich dir in solchen Momenten mit einem Palmblatt sanft Luft zufächeln? Nach deiner Begegnung mit ihm ist dein Haar in Unordnung geraten und muss neu geflochten werden. Wann wirst du diese ergebene Seele beauftragen, solchen Dienst zu tun? Du Mädchen mit tiefroten Lippen, wann werde ich eure neckischen Spiele erleben? Wie er das Betel, das ich dir gereicht habe, aus deinem Lotusmund nimmt und sich in seinen steckt. O Srimati, Kronjuwel unter Vrajendranandanas Geliebten, bitte sei so gütig und nimm mich in deine Familie auf. Gewähre mir diese Gunst. O Königin Vrindavanas, wieder und wieder falle ich dir zu Füßen. Sei mir barmherzig, bitte mach mich zu deiner Dienerin. Wenn Sri Krishna nach einem Streit mit dir in Ungnade fällt, wird er mir schmeicheln und mich um Mitleid ersuchen, denn er kennt mich als deine enge Vertraute. Ich aber werde ihn bei der Hand nehmen und zu dir führen. Wann wird mir solche Gunst zuteil? Jene glückliche Seele, die vertrauensvoll dieses Chatu Pushpanjali der Königin Vrindavanas vorträgt, wird sehr bald von Sri Radhika gesegnet werden. Man verehrt Srimati Radharani, indem man Gebete wie dieses rezitiert und ihr dient. Eine ähnliche Stimmung vermitteln auch Verse aus Raghunath Das Goswamis Vilapa Kusumanjali 101 bis 102. O Sri Radhika, Herrin meines Lebens. Sri Lakshmi Devi träumt von einem Schimmer jener Schönheit,
die von den Spitzen deiner Zehennägel strahlen. Doch wenn du meinen Augen nicht erlaubst, deine wunderschöne Form zu erblicken, deine Tugenden und deine Spiele, welchen Wert hat dann dieses elende Leben? Der Kummer darüber erdrückt meine Seele, mein ganzes Dasein erscheint mir ein loderndes Feuer. O Mädchen von zierlicher Gestalt, mein Leben hängt an einem seidenen Faden, nur eines bewahrt mich vor dem sicheren Tod, die Hoffnung auf den Nektarozean deines Dienstes, die Hoffnung, einmal Teil deiner Spiele zu sein. Wenn du mir nicht barmherzig bist, was nützt mir dieses öde Leben? Was nützt es, in Vraja zu wohnen? Was nützt mir sogar Krishna selbst? Ein Gottgeweihter kann sich glücklich schätzen, wenn Rati, Zuneigung, wie sie die Vrajavasis verspüren, in seinem Herzen erwacht ist. Denn es bedeutet, dass er vom Herrn oder seinem Geweihten gesegnet wurde. Sein Guru, der selber spontane Liebe erfährt, wird dem Sadaka daraufhin seine spirituelle Identität offenbaren, und am Schüler ist es dann, entsprechend begierig zu praktizieren, sich zuerst in die spirituelle Obhut des Gurus zu begeben, unter der Führung der ewigen Gefährten Krishnas, und sich alsdann mit Leib und Seele der Verehrung zu widmen. Wenn er ausdauernd und unverdrossen chantet, betet und meditiert, führt ihn der Guru schließlich in den Dienst einer der Freundinnen Sri Radhikas ein. Und wenn er dieser Freundin ausreichend gedient und sie erfreut hat, segnet sie ihn und er kann Srimati Radharani von Angesicht zu Angesicht sehen. Durch Srimati Radharanis Barmherzigkeit schließlich wird er in den direkten Dienst des göttlichen Paares aufgenommen. All dies ist möglich, vorausgesetzt, der Anwärter zeigt aufrichtige Demut, intensives Verlangen und einen unbeirrbaren Geist.